Carbon liegt im Trend. Fahrradrahmen, Auto- und Flugzeugteile, aber auch Hilfsmittel wie Rollatoren und Rollstühle werden aus diesem Material gefertigt. Der entscheidende Vorteil? Leichtigkeit. Vor allem Personen mit einer Geheinschränkung profitieren von dem geringen Gewicht des Materials, denn dieses macht die Handhabung deutlich leichter. Wir haben die Kohlenstofffasern mal genauer unter die Lupe genommen und erzählen euch in diesem Video alles Wissenswerte zu den Eigenschaften, Vorteilen und Nachteilen des Materials Carbon in Bezug auf Rollstühle. Was ist Carbon überhaupt? Carbon ist ein Verbundwerkstoff bestehend aus Carbonfasern und Epoxidharz. Durch die Verbindung zweier Werkstoffe ist das Material äußerst robust und gleichzeitig leichter als Materialien wie beispielsweise Stahl. Welche Eigenschaften und Vorteile bieten Carbon-Rollstühle? Ansprechendes Design, Leichtigkeit und Stabilität. Drei Eigenschaften von Carbon und zugleich drei Vorteile, die in den vergangenen Jahren zur Beliebtheit des Materials geführt haben. Hersteller achten längst nicht mehr nur auf Komfort und hohe Funktionalitäten des Rollstuhls. Ein ansprechendes Design der Mobilitätslösung wird immer wichtiger. Denn wer ist nicht gerne mit einem stylischen Hilfsmittel unterwegs? Sportlich und modern. Nutzer werden mit einem Carbon-Rollstuhl zum Hingucker. Insbesondere in der Hilfsmittelbranche bringt Carbon große Vorteile mit sich. Sind Teile des Rollstuhls, wie beispielsweise der Rahmen, aus Carbon gefertigt, sind diese leichter als Modelle aus Stahl. Ein geringeres Eigengewicht bedeutet für den Nutzer eine einfachere Handhabung. Habt ihr einen Carbon-Rollstuhl, der durch reine Körperkraft bewegt werden muss, müsst ihr ein deutlich geringeres Gewicht antreiben als bei einem Modell aus Stahl. Manuelle Carbon-Rollstühle wiegen zwischen 6 und 10 Kilogramm. Ob beim manuellen Antrieb oder beim Verladen der Mobilitätshilfe in bzw. aus dem Pkw, ihr müsst weniger Gewicht transportieren. Ideal, denn so könnt ihr euren Alltag eigenständig meistern. Habt ihr nicht mehr genügend Kraft, um den Rollstuhl mit den Armen zu bewegen, bietet der Markt bereits einige wenige Carbon-Rollstühle mit Elektroantrieb. Das Positive: durch das geringe Gewicht von 16 bis 21 Kilogramm wird weniger Energie der Akkus verbraucht. Das bedeutet für euch eine höhere Reichweite und mehr Fahrspaß. Carbon überzeugt durch Stabilität. Das Material ist für maximale Belastung konzipiert. Ein weiterer Vorteil ist die Langlebigkeit. Auch nach vielen Jahren ermüdet das Material nicht. Mit Carbon lassen sich außerdem nahezu alle erdenklichen Formen herstellen, denn Carbon ist formfreier als andere Materialien. Ein Rollstuhl kann so auf die jeweiligen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Aber Achtung, Carbon hat auch Nachteile. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Carbon ist ein edles Material und teurer als andere Werkstoffe. Außerdem fällt im Kontext von Carbon häufig der Begriff energiehungrig. Der Herstellungsprozess ist komplizierter und verbraucht viele Ressourcen. Weist der Carbon-Rollstuhl einen Defekt auf, ist differenziertes Know-how für die Reparatur notwendig. Wir empfehlen euch, sucht am besten das Geschäft auf, in dem ihr euren Carbon-Rollstuhl gekauft habt. Oder erkundigt euch nach einem Spezialisten, der sich mit der Reparatur von Carbon-Rollstühlen auskennt. Carbon ist zwar äußerst stabil, aber auch anfälliger für einen Bruch, wenn das Material zuvor beschädigt wurde. Seid daher vorsichtig und vermeidet Stöße, Stürze und scharfe Kanten. We'll be right back.
Euer Carbon-Rollstuhl ist in die Jahre gekommen und ihr benötigt ihn nicht mehr? Zeit für das Recycling des wertvollen Materials. Doch die Wiederverwertung ist herausfordernd. Experten beschäftigen sich intensiv mit der korrekten Entsorgung und der Aufbereitung des Materials. Welches Hilfsmittel ihr auswählt, ist immer eine individuelle Entscheidung. Carbon bringt hervorragende Vorteile und Eigenschaften mit sich. Seid ihr gerne unterwegs und verreist häufig, werdet ihr sicherlich viel Freude mit eurem Carbon-Rollstuhl haben. Bezieht in eure Entscheidung aber auch bereits genannte Faktoren, wie beispielsweise das Recycling, mit ein. Wir empfehlen euch, lasst euch im Sanitätshaus beraten, welche Mobilitätslösung die richtige für euch ist.